Da wären wir. Jetzt sehen wir uns auch alle. Hallo. Ja, dann sage Hallo. ich nochmal herzlichen guten Abend, herzlich willkommen zu den Fotodialogen, die die DFA zusammen mit den Darmstädter Tagen der Fotografie und dem Die Motive Magazin und Podcast durchführt. Falls Sie sich wundern, dass Sie uns sehen, weil Sie uns über die Darmstädter Tage oder über die Motive sehen, wir haben einen Livestream parallel auf drei Facebook-Seiten. Heute Abend zu Gast haben wir Josch von Staudach. Der wurde eingeladen von Andreas Lang. Und Andreas, wenn du uns hörst, dann bitte ich dich, Josch vorzustellen. Ja, ich versuche es. Hört ihr mich? Ja. Wunderbar. Ich lasse die Kamera aus, weil die Verbindung hier gerade so wackelig ist. Ich kenne Josch seit vielen Jahren aus der Stuttgarter Kulturszene, unter anderem auch von unseren früheren Treffen in Leinfelden bei den Tagungen der DFA, aber auch als jemand, der mit der Kamera an vielen ja, wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Stellen auftaucht, auf Kränen und den Baustellen, wo sonst niemand unterwegs ist, aber auch viel bei politischen Demonstrationen. Er hat viel vom Geschehen in der Stadt fotografiert und wenn er nicht mit der Kamera unterwegs war, dann habe ich ihn mit der E-Gitarre in der Hand kulturschaffenderweise angetroffen. Sein Werdegang ist so verlaufen, dass mangels Studienplätze in den 80ern er den naheliegenden Weg gemacht hat, des Autodidakten, sich in vielerlei Hinsicht die Dinge selber drauf geschafft, für die andere an Hochschulen gehen, unter anderem mit Photoshop 1,0 begonnen. Und seitdem auch das digitale Werkzeug nie so ganz aus der Hand gelegt. Und um diese digitalen Aspekte der Arbeit geht es jetzt gleich ganz besonders, wobei das alles beginnt, wenn ich das richtig erinnere, mit Panoramafotografie. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie du uns das nahebringst. Vielen Dank, dass du dabei bist. Okay, vielen Dank, Andreas. Guten Abend allerseits. Dann bin ich jetzt dran und sage Bildschirm freigeben, richtig? Okay. Kommt da noch ein Feedback? Sehen das alle? Okay, alles klar. Gut, also vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Und wie Andreas sagte, ich beginne mal mit einer kleinen Historie der Panoramafotografie, weil die liegt sehr weit zurück. Die fing also kurz nach den Anfängen allgemein der Fotografie an. Und die Idee liegt nahe. Also jeder, der eine Kamera vors Auge nimmt, denkt sich, der Ausschnitt reicht mir nicht. Ich bewege die Kamera ein Stück weiter und mache eben noch mehr Bilder und setze die nachher zusammen. Ja. Und da gab es dann also 1843 schon eine erste Panoramakamera, die also schwenkte und bis zu 150 Grad Bildwinkel machen konnte. Und in den Jahren drauf gab es also etliche Panoramaformate schon fotografisch, bei denen man dann auch diese typische Verbiegung sieht. Also verbiegen tun sich die Bilder aufgrund des Drehens der Kamera. Also alles, was näher dran ist, ist natürlich größer. Wenn wir wegschwenken, wird es kleiner. Also gibt es diese typische Verbiegung, die eigentlich nicht gern gesehen wird. Hier haben wir ein Beispiel, da können wir sehr gut die 90 Grad ablesen, wo wir halt senkrecht und in die Flucht gucken. Also jedenfalls schon sehr frühe Beispiele. Ich erkläre das jetzt mal an meiner Arbeit. Wenn ich ein Setup mache, habe ich einen Panoramakopf, der einrastet. In den meisten Fällen, wenn man einen 20er oder 18er Weitwinkel hat, brauche ich 8 Bilder im Kreis rum. Hier sehen wir solche 8 Bilder. Es war eine Straßenbahnbaustelle, was wir hier jetzt sehr gut erkennen. Jedes einzelne Bild hat eine ganz normale Perspektive, wie wir es gewohnt sind. Und diese Perspektive muss vorverzerrt werden, damit diese Bilder nachher zusammenpassen. Diese Vorverzerrung stellt schon diese Verbiegung her. Ja? Also wenn man da nochmal vorher nachher schaut, entsteht eine gewisse Verbiegung und man kann sich schon vorstellen, wie die Bilder jetzt dann in der Überlappung zusammenpassen. So entsteht dann also ein 360-Grad-Bild, was in einer Fläche eben die komplette Rundumsicht darstellt. Können wir hier an dem Beispiel eigentlich auch schon ganz gut erkennen. Links und rechts haben wir die Fußgängerbrücke, die ins Bild läuft und eben die vollen 360 Grad zeigt. Diese Erkenntnis, wie das funktioniert,
war relativ schnell klar und mich hat daraufhin halt interessiert, was kann man mit diesen 360 Grad für spezielle Objekte einfangen. Ja. Der Grafiker MC Escher hat sich auch schon in den 40er, 50er Jahren Gedanken dazu gemacht mit seinen Zeichnungen. Was wir hier sehen, ist eine Skizze. Er hat sich überlegt, wenn er in einem Hochhaus steht und nach unten und nach oben schaut, dann verjüngt sich jeweils die Flucht. Und er hat dann eine Skizze erstellt, die diese Fluchtlinien als Grundlage zeigen, auf derer Grundlage er dann seine Zeichnungen gemacht hat. Hier sehen wir eine Art von Zeichnung von Escher, wie wir sie vielleicht kennen. Und diese Art von Fotografie, dass man jetzt also auch ein vertikales Panorama macht, habe ich also direkt versucht umzusetzen. Habe das auch in Treppenhäusern versucht. Das heißt also, die zylindrische Drehung ist dann eben auf einer vertikalen oder auf einer schiefen Achse. Also das ist jetzt natürlich nicht exakt vertikal, aber auf einer schiefen Achse. Und sofort erinnern diese Fotos irgendwie an Escher-eske Zeichnungen, obwohl die natürlich nichts von Perspektivtricks haben, sondern einfach nur aufgrund der ungewohnten Perspektive diese seltsame Darstellung kriegen. Dann ist mir in einem Rathaus in Berlin ein besonders Escher-eskes Bild gelungen, wo also wirklich das Treppenhaus im kompletten Bild von der Mitte im Uhrzeigersinn nach oben läuft. Und man versucht, also weil man so viele Escher-Bilder kennt, denkt man, hier muss man auch den Trick finden, aber gibt es eigentlich gar keinen. Es ist eigentlich ganz normale Fotografie. Okay, was passiert bei linearen Objekten? Wenn man sich zum Beispiel auf einer Brücke befindet und ein 360-Grad-Bild macht, dann kriege ich natürlich beide Seiten, oder also beide Zugänge, Zu- und Abfahrt dieser Brücke mit. Und die Umgebung wird natürlich in einem Bild gezeigt. In dem Fall sind es natürlich nicht zwei Flüsse, sondern nur ein Fluss, der unter dieser Brücke durchläuft. Hier das Gleiche. Dann, wenn wir uns in zylindrische Objekte hineinbegeben, was passiert dann? Also hier war ich im Stuttgarter Gaskessel, wahrscheinlich der, also damals zumindest der einzige Fotograf, der da je drin war. Hier stehen wir am Rand des Gaskessels. Also zur Kurzinformation, jeder Gaskessel hat eine Scheibe, auf der wir stehen, und unter dieser Scheibe ist es Gas. Also deswegen kann man oberhalb dieser Scheibe relativ normal atmen. Es stinkt zwar, aber es geht. Okay, wir stehen hier am Rand dieser Scheibe und sehen einen Pfad und eine kleine Treppe zu genau der Mitte dieses Gaskessels. Und jetzt sehen wir also, okay, diese Perspektive können wir uns nur irgendwie vorstellen. Dieser gigantische Stahlzylinder öffnet sich vor uns. Aber wenn wir jetzt genau in der Mitte stehen und zum Rand dieses Kessels immer den gleichen Abstand haben, dann verschwindet fast jegliche Perspektive und wir sehen ein völlig flaches Bild. Und diese Umkehrung der Perspektive, wenn wir in einem Zentrum stehen, die hat mich also wirklich besonders interessiert und habe dann also versucht, noch mehr Objekte dahingehend zu finden. Da tauchen klassische Bauwerke auf, nämlich Lokschuppen und Drehscheiben. Derer gibt es tatsächlich noch relativ viele. Ich zeige gleich eine kleine Übersicht. Ich habe nämlich in ganz Deutschland die in quasi Becherscher Manie, die Bechers haben ja alle Hochöfen und Wassertürme ausfindig gemacht. Ich habe versucht, alle Lokschuppen ausfindig zu machen. Es waren dann zum Schluss 180 Objekte. Und hier auf dem Foto sehen wir also einfach den Zusammenhang. Ich sehe die Drehscheibe. Das ist also eine Gleisbrücke, die eben auf einer runden Plattform läuft. Und diese Fläche ist wie so ein kleines, könnte ein Wasserbecken sein, ist es natürlich nicht. Und da drumherum zylindrisches Bauwerk der Lokschuppen. Wenn wir uns jetzt genau in die Mitte dieses Bauwerks begeben, passiert wieder dieser Effekt. Also alles ist gleich weit entfernt. Die Gleise, die sternförmig auseinanderlaufen, liegen plötzlich exakt parallel. Der Boden, der eine normale Fläche ist, sieht plötzlich aus wie eine Wand. Und das Einzige, was sich verbiegt, ist das einzige gerade Objekt, nämlich die Gleisbrücke. Also diese Umstülpung der Realität
fand ich da immer sehr spannend. Einfach nochmal zwei, drei Beispiele von anderen Lokschuppen. Hier kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Wir erinnern uns an Gaskessel. Das hier ist ein Rundhaus, also ein zylindrisch gebautes Haus, in dem die Drehscheibe drin ist. Also hier kommen quasi die Brücke und der Zylinder zusammen. Dann noch ein Beispiel, wenn das eine elektrifizierte Drehscheibe ist und die Drähte der Oberleitungen wie in einer Spinne zu einem zentralen Punkt laufen, sind aber auch hier die Drähte alle senkrecht aus dem Bild raus. Also interessante grafische Zusammenhänge, die da geschehen. Hier nur noch mal eine kurze Übersicht, wo diese Lokschuppen überall zu finden sind, beziehungsweise waren, weil einige davon sind dann doch abgerissen worden. Okay, was passiert mit 360-Grad-Bildern in natürlicher Umgebung, wo wir jetzt keinen Anhaltspunkt von baulicher Geometrie haben, wie zum Beispiel im Wald? Da können wir eigentlich nicht mehr ausloten, sind das jetzt 360 Grad oder ist das einfach nur ein extremes Weitwinkel? Das könnte auch eine Draufsicht auf den Wald sein. Also auch hier habe ich darauf geachtet, ich gehe eben bei bewölktem Wetter raus, wir haben keine Lichtschattenwirkung und können dadurch eigentlich nicht identifizieren, ist es ein Rundumbild oder ein flächiges Bild. Apropos flächige Bilder, man kann natürlich Bauwerke auch horizontal abschreiten und alle paar Meter ein Bild machen, das dann als Streifen wieder zusammensetzen. Also hier eine ganz simple Montage. Es ging mir einfach so um dieses Erforschen, was passiert da. Also als, wie es Andreas geschildert hat, als Autodidakt habe ich mir natürlich immer wieder selber Aufgaben gestellt. Ach, das probiere ich mal aus, was passiert da eigentlich? Da habe ich es ein bisschen exakter gemacht. Dieses Gebäude steht zwar noch, aber zu der Zeit vor 10 Jahren hieß es, das wird vielleicht einem Hotelbau weichen. Und dann habe ich gedacht, dokumentiere ich das mal noch schnell, bevor es abgerissen wird. Aber es steht noch. Okay, zurück zur urbanen Umgebung und dieser typischen Verbiegung, die die Architektur, Fotografen oder auch die Architekten speziell selber so nicht sehen wollen. Das Bild einfach nochmal zur Verdeutlichung. Wir sind hier in einem Schlossinnenhof und alles wölbt sich und biegt sich. Sieht sehr ungewöhnlich aus. Aber auch da wieder ein Beispiel. Wenn wir uns in ein zylindrisches Objekt begeben, das hier ist ein kleiner Pavillon, in dem gelegentlich Konzerte stattfinden. Und der Pavillon wird wieder zu einem flächigen Objekt und dahinter die Stadt verbiegt sich. Dann, wie Andreas auch gesagt hat, ich habe mich in vielen Großbaustellen getümmelt. Da haben wir ja in Stuttgart tolle Vorlagen bekommen, nämlich das Milaneo Shopping Center und das Gerbers Shopping Center. Das waren also monatelang gigantische Betongewüchse. Und in diesen Rohbauten konnte man also grafisch sehr interessante Bilder machen. Und auch schon zu der Zeit hat mich einfach interessiert, was passiert denn, wenn ich diese Einzelbilder, die wir vorher ja schon mal kurz gesehen haben, wenn ich diese Einzelbilder nicht nebeneinander stelle, sondern aufeinander lege. Und die Idee habe ich dann weitergeführt, als ich eben in diesen Baustellen war und die voll dieser Stützen waren. Also das hier ist noch harmlos. Es gab dann also je nachdem, wenn die das nächste Stockwerk gegossen haben, haben die manchmal bis zu tausende Stützen in einem Stockwerk gestellt und man ist da in einem gigantischen Labyrinth drin. Und das ist also jetzt der Sprung zu dem Ergebnis. Das war natürlich schon eine ein, zwei Jahre lange Experimentierphase. Was ist, wenn ich alle 8 Bilder, die ich im Kreis rum mache, in so einem Gebäude, wenn ich die aufeinander lege? Ich habe jetzt die Zwischenschritte hier nicht präsentiert, aber das Ergebnis sieht so aus. Kurz gesagt, man schichtet es nicht mit normalen Photoshop-Ebenen, dazu reicht es nicht. Wenn ich da 6, 8 Schichten aufeinander lege, kommt eigentlich nur noch Matsch raus. Man kann insofern den Trick verraten, es ist
wenn man HDR-Software nimmt, die eigentlich zum Belichtungsausgleich gedacht ist, und ich sage dieser Software, bilde mir einfach einen Mittelwert aus allen Pixeln, die da sind, dann kann ich der Software 8 oder 15 oder 30 Schichten geben, sie wird immer einen Mittelwert bilden. Je mehr Schichten ich der gebe, desto mehr wird es natürlich ein grauer Matsch. Also muss ich wieder entscheiden durch die Art der Aufnahme. Man sieht es ja hier, es sind sehr homogene Räume, also die entweder große Betonflächen haben oder sehr viele gleichförmige Stützen. Dann entsteht eben ein sehr grafisches Ergebnis. Die Farben entstehen dadurch, dass Kunstlicht in diesen Räumen vorhanden ist, haben wir ja kurz gesehen. Da sind irgendwelche Flutlichter in den Ecken. Und das erreiche ich allein durch die Entscheidung der Farbtemperatur. Also wenn ich die Rohrentwicklung mache, mache ich auf Kunstlicht oder auf Tageslicht und kriege diesen Farbstich. Jetzt kommen da noch vergrößerte Ausschnitte. Dann sind das jetzt Bildbeispiele, die nicht von einem Punkt aus 360 Grad im Kreis rumgeschaut sind, sondern es ist quasi ein Zielpunkt und ich bewege meinen Standpunkt 5-6 Mal und schichte dann diese Bilder. Es war eben auch wieder so eine eigengestellte Aufgabe, mal von dem abzuweichen, was ich normalerweise mache und Variationen daraus zu erstellen, und fand es eigentlich auch ganz spannend. Das zum Beispiel ist ein Hochgerüst innerhalb der Baustelle. Also man guckt jetzt nach oben, nicht horizontal. Und das eben, kann man sich vorstellen, man steht am Fuße dieses Gerüsts und nimmt halt 3, 4, 5 verschiedene Standpunkte ein und schichtet die nachher. Gut, dann habe ich überlegt, wie komme ich wieder zurück zum Panoramaformat. Habe also statt einer Weitwinkelbrennweite eine Telebrennweite drauf gemacht und zum Beispiel mit einem 100er Tele 36 Bilder im Kreis rumgemacht, die erstmal zu einem sehr, sehr breiten Panorama zusammengesetzt, das in 4 Teile à 90 Grad unterteilt und dann eben 4 Schichten aufeinander gelegt. Also dieses Unterteilen in bestimmte Brennweiten, Blickrichtungen, Gradunterteilungen und die Anzahl der Schichten führt dann eben zu diesen Experimenten und entsprechenden Ergebnissen. Bei Wald hat sich gezeigt, mehr als 4 Schichten wird völliges Chaos, aber bis zu 4 Schichten zeigt es eigentlich noch sehr schön. Dann wollte ich eben auch noch mal neu aufteilen. Hier haben wir wie eine Art Formel: 360 geteilt durch 40 Grad sind 9 Einzelbilder. Die kann ich wieder in 3 unterteilen und 3x3 Schichten machen. Das habe ich dann eine Serie für ein Kalenderprojekt in Kirchen gemacht. Man sieht hier die 9 Einzelbilder, sauber ausgerichtet, angefangen beim Altar. Und dann habe ich mir eben ein System ausgedacht, immer das 1., 4., 7. Bild aufeinander zu setzen und so weiter. Also eben nicht nebeneinander, sondern sternförmig aufgeteilt, sodass eben immer alle 120 Grad auf ein Bild geschichtet werden. Das Ergebnis sieht dann so aus, dass also alles, was diese Kirche ausmacht, sowohl grafisch als auch farblich eben in einem Triptychon verdichtet wird, was noch relativ klar erkennbar bleibt. Also wenn man jeweils Details rauslesen will, dann klappt das ziemlich gut. Jemand, der die Kirche kennt, wird sie sofort wiedererkennen. Jemand, der sie noch nicht erkennt, hat quasi auf einen Blick den kompletten Eindruck von diesem Bauwerk. So, das war also die Geschichte. Jetzt kommt eigentlich der Sprung zur aktuellen Arbeit. Wir haben Google Earth. Das hat mich schon immer interessiert als Location-Recherche. Google Earth hat 2007 die ersten 3D-Daten geliefert. Die sahen da noch so aus. Aber auch da habe ich mir schon überlegt, okay, mittels dieser virtuellen Welt kann ich Recherche betreiben, wie ich 360-Grad-Bilder in New York machen könnte. Ich war dann leider nie dort seither, aber habe die virtuelle Recherche betrieben.
2012 gab es einen Sprung, da hat man andere 3D-Daten geliefert. Das sieht jetzt aber eher aus wie so Pappschachtelhäuser, die auf einem Teppich stehen. Und erst 2016 gibt es dann die über Fotogrammetrie erstellte komplette 3D-Welt. Also Google hat eigene Flugzeuge, die fliegen die Umgebung, machen in 5 Achsen Bilder, aus denen ein 3D-Modell errechnet wird, was wiederum mit dieser Fotografie texturiert wird. Mit entsprechenden Schwächen, man sieht es jetzt hier schon an diesen Bäumen, die sehr verkrumpelt aussehen, aber genau diese spezielle Umgebung hat mich gereizt, in der zu arbeiten. Nachdem ich eh schon über Location-Recherche gut damit umgehen konnte, eben Ortsmarken zu setzen oder Pfade zu setzen, konnte ich von da aus sowohl Einzelbilder machen. Also das hier ist auch eine Zusammensetzung aus mehreren 10, also 40, 50, 60 Screenshots, die, wie man erkennen können, eigentlich schon mehr Winkel liefern. Also gut, mit einem starken Weitwinkel können wir es auch hinkriegen. Aber ich kann die Kamera virtuell in 2 Kilometer Höhe platzieren. Die bleibt dann natürlich da absolut festgenagelt, nicht wie in einer Drohne oder einem Helikopter, und kann da in Ruhe alle möglichen Einzelbilder machen. Ein zweiter interessanter Aspekt, den ich dabei rausgefunden habe, ist, dass ich die Höhenskalierung ändern kann. Also einfach in der Grundeinstellung von Google Earth kann ich den Höhenfaktor von 1,0, das normale, zum Beispiel auf 0,6 setzen. Dann fangen die Häuser an zu schrumpeln. Das ist jetzt Höhenfaktor 0,3 und schließlich 0,01. Ganz auf 0 geht nicht, macht aber nichts. Das interessante Resultat ist jetzt eine völlig planare Darstellung unserer Umgebung, die sonst nicht möglich ist. Also jegliche Luftaufnahme hat natürlich immer von ihrem Zentrum aus zum Rand hin eine Perspektive. Und wenn ich das jetzt von oben anschaue, gibt es eben null Perspektive. Das heißt, ich kann wirklich von kompletten Flächen, von großen Städten wie hier Manhattan, Ansichten herstellen, die seither unmöglich gewesen wären. Also auch das hat mich dann gereizt und mich halt in diese Fleißarbeit getrieben, hier jetzt über 450 Screenshots aneinander zu setzen und damit eben komplett Manhattan abzubilden. Dann hat es nicht aufgehört, dann habe ich das Gleiche mit allen Containerhäfen weltweit gemacht. Also muss dazu sagen, allen, die halt in Google 3D-Daten vorhanden sind, aber es sind viele. Und habe mir halt Industriegebiete ausgesucht, die mich auch real interessiert hätten. Nur habe ich mir jetzt so quasi die Reisekosten gespart und auch die ganzen Genehmigungen. Und abgesehen davon, wie gesagt, könnte man sowieso nicht eine komplett lotrechte Aufnahme machen von so riesigen Geländen. Man sieht es jetzt an kleinen Objekten wie den ganzen Tanks, also es gibt null Perspektive, alles ist komplett senkrecht von oben und wird dadurch sehr zeichnerisch, sehr grafisch. Das sind Stahlwerke in Japan, die sind auch auf dem Reißbrett komplett entstanden, also riesige Gelände in völlig grafischer Aufteilung, kann man sich so kaum vorstellen. Und diese Art von Übersicht geht natürlich auch nur aus der Luft. Okay, dann kommen wir jetzt in einem Übergang zu den filmischen Arbeiten, die ich damit mache. Wir haben es vorher schon mal ausprobiert, es läuft leider nicht ganz flüssig. Deshalb wird dann über Facebook oder andere Kanäle noch der Link zu Vimeo geteilt. Wir versuchen es jetzt mal in 3 Minuten das durchlaufen zu lassen. Mal sehen, wie es läuft. Hört man währenddessen auch meine Sprache noch? Okay, also kann ich kurz erläutern. Wir sehen jetzt hier eben kein statisches Bild, sondern mal einen virtuellen Drohnenflug durch diese städtische Umgebung. Und achtet einfach mal auf diese ganzen Kuriositäten in dieser seltsamen 3D-Welt.
was vielleicht nicht sofort auffällt, aber es ist natürlich komplett menschenleer, nichts bewegt sich, keine Autos, also auf, es gibt manchmal Autos, die parken oder an Ampeln stehen, aber ansonsten hier gleich ein Stadion komplett menschenleer. Es gibt natürlich nirgends Bewegung und Menschen. Auch das ist eine spezielle Art von möglicher fotografischer Arbeit, die ja sonst kaum machbar wäre. Haben wir jetzt insofern eine Premiere. Wir sehen also, wie wir auch erstmals durch Objekte hindurch fliegen, weil diese virtuelle Welt ist komplett durchlässig. Also wir fliegen jetzt hier einfach geradeaus durch virtuelle Häuser hindurch, die natürlich keine Inneneinrichtung haben, auch dadurch wieder eine ganz besondere. Genau, das ist das Ende vom Film. Dann schalte ich mal wieder um auf meine Präsentation. Wir sind zwar jetzt bei 25 Minuten, aber es geht noch ein paar Minuten weiter, wenn es recht ist. Ich zeige jetzt nur noch mal ganz schnell Ausschnitte von anderen Filmen, die ich bei Gelegenheiten von Ausstellungen oder Performances eben gezeigt habe. In dem Fall mit Christian Eickhoff, der hat die Musik dazu gemacht, die hat er dann live vertont. Hier fliegen wir 10 Minuten lang über ein Industriegebiet in Japan. Also das sind einfach gigantische Ausdehnungen. Und wir sehen hier vom Stahlwerk bis zum oder vom Hüttenwerk Erzanlieferung über den Hafen eben bis zur Endfertigung der Stahlträger eine komplette Industrieanlage. Und das Thema war hier Drowning, Untergang, weil kurioserweise sind all diese japanischen Industrieanlagen ins Meer hinaus gebaut, gerade mal 2-3 Meter über dem Meer. Und dieser ganze fossile Wahnsinn führte dazu, dass der Meeresspiegel steigt und diese Anlagen sich womöglich bald selbst versenken. Ja. Also eigentlich eine schöne Ironie des Schicksals hier. Gut, weil es eh so ruckelt. Ich würde also empfehlen, später dann eben die Links zu Vimeo zu benutzen. Ich wollte nur der Vollständigkeit halt halber zeigen, woran ich arbeite. Ich habe das irgendwann zu einem Fast-Kinofilm ausgedehnt, der sich in Anlehnung an Koyanis Katsi, also nur über Landschaftsaufnahmen. Hier zu Beginn sehen wir den Vesuv. Also wir fliegen senkrecht über einen Vulkan. Dann springen wir in Bryce Canyon. Dann kommt auch, da habe ich eine Weile dran getüftelt, ein Originalzitat aus Koyanis Katsi, nämlich in den, wie heißen sie wieder, Monument Valley. Moment. Das hier.
ist also Originalperspektive und Geschwindigkeit wie aus Koyaanisqatsi. Natürlich hat sich seit den 80er Jahren hier nichts verändert. Und dann springt es eben auch thematisch über Landschaft zu umbauter Umgebung in die Städte. Was haben wir alles gemacht? Wir haben riesige Flüsse, der LA River, den haben wir betoniert. Und ich kann hier eben Zusammenhänge und Umgebungen zeigen, die es mir in dieser virtuellen 3D-Welt von Google möglich machen. Jetzt nochmal ganz schnell noch zu den Raffinerien, wo wir ja auch dieses Titelbild meiner Präsentation her haben. Also wir fliegen hier durch endlose Reihen von Raffinerie- und Chemieanlagen, die jetzt hier ausschließlich aus dem Gebiet um Texas rum, Houston, Texas, gemacht wurden. Wahrscheinlich die größten Anlagen weltweit. Genau. Okay, damit war das eigentlich durch. Jetzt wäre die Möglichkeit, noch das Work in Progress kurz anzureißen. Da begebe ich mich jetzt statt Industrieanlagen in landschaftliche Gefilde. Das hier ist jetzt einfach eine Landstraße durch einen Wald in einem amerikanischen Nationalpark. Und wir sehen eine völlig kristalline, bizarre Landschaft, die aber einfach durch diesen Renderprozess, den Google da automatisiert hat, entstehen. Und ich vermute mal, hier war virtuell noch kein Mensch, weil warum sollte sich das jemand angucken? Aber ich versuche eben in die Tiefe dieser Welt einzutauchen und da Filme rauszurechnen, die zu speichern und dann eben in Ausstellungen und Performances zu zeigen. Das ist die aktuelle Arbeit und damit beende ich das mal und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, dann klatschen für Josh. Herzlichen Dank für die Präsentation. Ich habe deinen Vimeo-Link schon auf dem Livestream geteilt und jeder kann ihn sich dort dann auch anschauen. Dankeschön. Also wer Fragen hat, wer diskutieren möchte, einfach bitte das Mikrofon anschalten. Kannst du deinen Screenshare wieder beenden, Josh? Dann können wir uns alle groß sehen. Ja, da sind wir wieder alle. Mikrofone für diejenigen, die noch nicht in Zoom waren, werden unten links ein- und ausgeschaltet, wenn man mit dem Maus hier in dem Screen links unten in die Ecke geht. Also ich habe eine Frage. Josh, erstmal danke für den Vortrag. Ich weiß, ich bin ein großer Fan, alles ganz toll. Ich habe eine Frage zu deinen neuen Dingern, die du ja mit Google Earth machst. Gibt es da nicht irgendwie rechtliche Probleme bei der Nutzung von dem Material? Hast du das abgecheckt oder sagst du, das ist hier gleich eine künstlerische Umsetzung? Also gefragt habe ich nie, die banalen Lizenzbedingungen sagen einfach, wenn man das im TV sendet, muss halt das Google Earth eingeblendet sein, was ja jetzt zum Teil auch war. Wenn ich aber Performances gemacht habe und das im künstlerischen Zusammenhang gezeigt wird, habe ich mir erlaubt, das auszublenden und gehe eben davon aus, dass die künstlerische Arbeit hier die Höhe erreicht, dass man das als eigenständiges Werk betrachtet. Also ich habe halt nicht gefragt. Okay. Ja, im Zweifelsfall ist es ja auch fast unmöglich, bei Google irgendwen zu fragen, an Google persönlich. Genau. Ich habe nochmal eine Frage zu deinem ersten Teil. Ich fand das ja extrem faszinierend, war mir auch nicht bekannt, dass Herr Escher sich tatsächlich über die mathematischen oder optisch abbildnerischen Prinzipien Gedanken gemacht hat, dass er eigentlich tatsächlich sowas wie die virtuelle Panoramafotografie gezeichnet hat, genau. Technisch entweder noch nicht gab oder er es halt nicht benutzen wollte. Da finde ich ja auch den Ansatz eigentlich fast interessanter, was du da teilweise zum Beispiel in diesem Treppenhaus gemacht hast, die Achse schräg zu stellen und dadurch diese Effekte zu übertreiben, als die Arbeiten, wo du eigentlich aufgrund des runden Motivs danach gesucht hast, wo man es eigentlich gar nicht merkt. Was hat dich bewogen, von dem einen zum anderen zu gehen, wo ja eigentlich sozusagen der künstlerische Missbrauch der Methode ja eigentlich gerade nicht praktiziert wird? Naja gut, also das war jetzt ein Auszug aus dem Spektrum und ihr habt ja gesehen, es haben mich einfach verschiedene Aspekte gereizt und ich habe unzählige dieser Treppenhäuser und irgendwann ist halt mal gut. Ne? Mhm. Und
dann konzentriert man sich aufs nächste Aufgabengebiet und sieht eben, okay, Wald macht auch Spaß. Oder eben die Lokschuppen, das war total spannend, eben über mehrere Winter hinweg. Das fing 2007 an und ging 3-4 Winter, dass ich mir eben Touren rausgesucht habe, diese Lokschuppen zu fotografieren. Und das sowas gefällt mir. Ich gehe auf so Gelände, fragt da auch niemand. Da ist eigentlich auch kein Mensch mehr. Es sei denn, der ist noch in Betrieb. Dann fragt man bei der Verwaltung kurz, da geht man mit Warnweste und Stativ hin, sagt, darf ich mal kurz die Drehscheibe fotografieren? Und die sagen, ja, fall nicht runter und mach halt. Ne? Aber sowas zu sammeln und eben diese Unterschiedlichkeit zu entdecken und zu arbeiten, das reizt mich. Und dann springe ich halt wieder zum nächsten Thema, entdecke wieder mal, keine Ahnung, den Gaskessel oder beiläufig mal wieder ein Treppenhaus, die Baustellen, die Kirchen. Also immer versuche ich eben über dieses Medium 360 Grad da eine Perspektive zu finden. Und wo tut sich für dich dann wo ist die Grenze zwischen der technischen Umsetzung und dem künstlerischen Gestaltungsmittel? Also was machst du dadurch sichtbar, was du sonst nicht sehen könntest, deiner Meinung nach? Naja, es ist auf jeden Fall eben mal diese Allsicht. Also ich habe mich ja daran gewöhnt. Ich meine, jemand, der nicht täglich 360 Grad Bilder sieht, für den dürfte es jedes Mal ein bisschen seltsam aussehen, was bekomme ich hier eigentlich alles auf einmal gezeigt. Ja, also wir haben ja zu über 90% immer einen bestimmten Bildwinkel und ich zeige eben die 360 Grad. Das machen zwar 1000 andere auf der Welt auch noch, aber ich habe eben versucht, durch die gezielte Wahl des Standpunkts mit der Umgebung grafisch zu arbeiten. Das zeichnet es vielleicht aus. Also ich fand das echt faszinierend. Hast du auch mal versucht, die Zeit mit reinzubringen? Ja, in der Tat. Also wenn man die Geduld hat und die Zeit, den Standpunkt beizubehalten, dann tatsächlich eben Tages-Nacht-Verläufe zu machen und sowas, ja. Nächste Frage. Achso. Wir gucken so andächtig. Ja. Nein, ich hätte ganz gerne erstmal noch eine Verständnisfrage, weil Sie davon gesprochen haben, dass Sie Performances machen. Worin liegt denn der performative Akt jetzt in der Verbindung zwischen Fotografie und Ihnen? Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz irgendwie erläutern. Ja gut, es war halt jetzt die Art der Projektion vielleicht was Besonderes und dann bezieht sich die Performance vielleicht auf das Musikalische, dass es eben mit Geräusch und digitalen Effekten begleitet wird und ich das bei den jeweiligen Gelegenheiten eben live gemacht habe. Also ich habe mir da entsprechend noch Hardware-Synthesizer und sowas angeschafft und das eben zusätzlich begleitet. Also das ist jetzt keine Bewegungstanz-Performance oder sowas, sondern eben die Multimedia-Performance, sage ich mal. Oder wir haben in einer räumlichen Situation eine Links-Rechts-Projektion gemacht. Das heißt, die Zuschauer befanden sich direkt in der Mitte und ich habe eben die Kamera jeweils nach rechts und nach links gestellt. Also wie wenn man aus einer Gondel oder aus einem fahrenden Zug eben nur exakt links-rechts rausschaut. Und weil das ja eine rein virtuelle Erstellung dieser Filme ist, können die natürlich exakt gleich sein und exakt die gleiche Geschwindigkeit und Höhe haben. Und wir befanden uns dann in einem Raum, der eben uns links und rechts die komplette Umgebung zeigt. Also insofern vielleicht geht es Richtung Performance, dass es eben auch eine spezielle Art der Projektion ist und nicht einfach nur auf einem Bildschirm abläuft. Jetzt haben Sie ja mehrmals irgendwie Koyaanisqatsi, der Film, der an sich eigentlich auch für meine Generation sich sehr exemplarisch halt einfach mit dem Eingriff des Menschen in die Natur beschäftigt hat. Also war auf der einen Seite natürlich ganz kritisch ein Blick auf menschliche Lebensweisen. Wo würden Sie denn Ihre Arbeit einordnen? Sehen Sie die auch eher als ein kritisches Statement
in Bezug auf die Frage, wie wollen wir leben oder wie leben wir, weil jetzt natürlich sehr viel die Faszination der technischen Ausführungen auch beschrieben worden ist, die sicherlich richtig sehr faszinierend ist. Aber wo geht es dann über diese Art der technischen Realisation hinaus? Also auf welcher Metaebene bewegen wir uns bei Ihren Arbeiten? Ja, also zu Kujanis Kazi kam ich so gesehen auch relativ spät zurück. Also da habe ich mich einfach daran erinnert, dass ich den im Original damals auch im Kino gesehen habe und der wohl sehr eindrücklich für mich gewesen sein muss, weil also auch alle weiteren thematischen Ideen oder meine Einstellung zum fossilen Wahnsinn hat es durchaus geprägt. Und gut, dass ich erzähle vielleicht immer viel zur Technik, aber ich denke, die Bilder erreichen ja dann trotzdem eine Aussage. Also wenn ich eben versuche, diese gigantischen Flächen dieser Anlagen zu zeigen, die in dieser Übersicht ja eigentlich kaum glaubwürdig erscheinen, ja, wo man wahrscheinlich sagen würde, das gibt's doch gar nicht, das ist doch zusammenmontiert. Ja, weil wie aus der normalen Umgebung sind diese Anlagen trotz ihrer Größe meistens abgeschirmt. Die haben irgendwelche Baumwälle oder Mauern drumherum. Also wenn ich das aus normaler Straßenebene sehen will, kriege ich das nicht hin. Da ist dann irgendein Wall oder ein Zaun und danach gibt es 3-4 Kilometer lang nur Raffinerie oder Stahlwerk. Ich kann das gar nicht erkennen. Wenn ich das sichtbar machen will, dann müsste ich halt vor Ort Drohnen- oder Helikopterflüge machen. Gibt es ja auch, also es wurde ja schon gemacht. Aber hier habe ich natürlich den großen Vorteil, ich kann es jederzeit machen, muss nicht fragen. Solange sich noch keiner beschwert hat, sind diese Bilder auf Google Earth für jeden zugänglich. Und ich habe mir halt eine Bildgestaltung ausgesucht, die sagt, ich zeige das komplett von oben, lotrecht, als Fläche, als Zeichnung, zeige diesen gigantischen Auswuchs und zeige in den Filmen, dass ich 75 Minuten lang ausschließlich durch Raffinerien fliegen kann, wo sich nichts wiederholt, weil es einfach endlos lange ist. Ja, also diese Monotonie einem aufzudrücken und damit zu konfrontieren, das ist schon meine Intention damit auch. Ja. Es lebt natürlich schon irgendwie sehr stark von dem grafischen Reiz. Das zieht sich ja durch alle Arbeiten durch. Das ist irgendwie sehr stark. Auch die anderen früheren Deformationen oder Veränderungen gehen natürlich schon so, die technischen Mittel so zu nutzen irgendwie, um aus den realen Räumen eigentlich grafisch interessante Kompositionen zu machen. Also von daher ist die technische Umsetzung, meint ja jetzt nicht nur die Technik jetzt irgendwie zu sagen, was für eine Kamera oder was für eine Technik habe ich verwendet, sondern es tatsächlich auch im ästhetischen Sinne natürlich irgendwie so eine Technik irgendwie der grafischen Abstraktion. Also von daher war es natürlich so interessant, auch bei den Lokschuppen, dass dann mal irgendwie auch die Bechers mit ins Spiel kamen irgendwie so, was natürlich dann, glaube ich, natürlich auch nur ironisch gemeint sein kann. Ich meine, weil das Interessante ist natürlich, dass bei Bechers ist natürlich das reale Interesse an den Objekten. Glaube ich, irgendwie so. Ja, also, dass es schon darum geht, dass die an dieser Architektur wirklich auch interessiert sind, die sie darstellen. Also, weil sie da drin eben auch kulturspezifische irgendwie Dinge irgendwie sehen, die sie halt in einer sehr strengen Art irgendwie auch katalogisch im Prinzip fotografieren. Also, bei den Räumen, die sie fotografieren, ist natürlich mehr, dass man das Gefühl natürlich hat, das ist der grafische Reiz. Ich meine, das ist natürlich auch das 360-Grad-Panorama, da steht irgendwie sehr effektvolle irgendwie Deformationen irgendwie da drin. Also von daher ist immer, glaube ich, die Frage, die, glaube ich, auch die Knut Haupen da irgendwie ansprach, ist so, inwieweit ist es das Interesse an diesem interessanten grafischen Bild und was steckt dahinter an der Dimension der Durchdringung dessen, was man da einfach abbildet. Also ich sehe schon noch ein bisschen Unterschiede zu Kujanis Kazi, also wo natürlich schon von der ganzen Wirkung her, von den Effekten ist es ähnlich oder so, aber von dem, was bei mir ankommt, ist schon noch was anderes. Aber heißt ja nicht besser oder schlechter, also ich versuche es einfach zu beschreiben oder so. Also das ist, glaube ich, im Sinne von dem, was auch mit Technik zu verstehen ist. Ja gut, also ich kann vielleicht kurz abreißen. Zum Abi habe ich Physik und Kunst als Leistungskurse gehabt. Also für mich spielt Technik und der Hintergrund der Abläufe schon immer eine große Rolle. Und ich glaube, wir Fotografen können alle nicht die Technik komplett ausblenden. Wir haben alle
eine nötige Beschäftigung mit Brennweiten und Kamerafunktionen. Dauernd kommt was Neues Digitales. Also Technik umgibt uns. Bei mir geht es vielleicht ein Stück weiter und ich frage mich halt, was kann ich mit dieser Technik noch machen? Was gibt es für Zubehör? Es ging eben in Richtung Panorama und was passiert bei 360 Grad? Aber wie ich vorher schon sagte, also der Anklang Becher war jetzt sicher keine Ironie, sondern ich habe eben erkannt, was haben die da gemacht? Die haben wie manisch an dieser Dokumentation von Hochöfen und Wassertürmen gearbeitet. Und mich haben eben diese Lokschuppen natürlich auch architektonisch und verkehrshistorisch interessiert. Und offensichtlich interessiert sonst kaum jemand, weil es gibt kaum Dokumentation über diese Bauwerke. Die verfallen, die Bahn macht nichts mehr. In ganz seltenen Fällen gibt es mal eine Reaktivierung für irgendeine Veranstaltungsstätte, aber ansonsten verschwinden die. Und das ist natürlich verkehrshistorisch eigentlich eine ganz besondere Bauform auch. Und weil die Bauform zylindrisch ist, fand ich es durchaus angemessen, sie auch in zylindrischer Arbeit mit abzubilden. Und natürlich habe ich, während ich dort war, auf diesen Geländen meistens auch noch Bilder gemacht, nicht vom Zentrum aus. Und es gilt ja auch, jedes Einzelbild dieser 360-Grad-Bilder gilt als normales Foto. Also ich könnte jederzeit ein ganz normales Bild rausziehen aus dieser Riesenarchivarbeit und es wieder normal darstellen. Was das Filmische betrifft, Koyaanisqatsi kann man jetzt natürlich auch nur anschneiden. Ich habe viel zitiert daraus, ich habe den Ablauf zitiert, dass es eben Landschaft, menschliche Veränderung und was passiert daraus. Also diesen Dreiteil habe ich schon irgendwie aufgegriffen, aber natürlich eigentlich durch das erweitert, dass sich hier im Bild nichts bewegt. Also bei Koyaanisqatsi haben die sehr stark damit gearbeitet, dass sich im Bild etwas bewegt. Die haben das Zeitraffermedium nicht erfunden, aber eben auch ganz stark genutzt. Das geht bei diesen Google-Bildern natürlich überhaupt nicht. Da kann ich keinen Zeitraffer machen, weil sich nichts im Bild bewegt. Also muss ich anders arbeiten. Aber da zeigt sich, also ich muss mir eigentlich bei jeder Idee eine eigene Aufgabe stellen, weil ich sehe, okay, das wurde schon gemacht, mich interessiert das auch, aber ich mache es jetzt irgendwie anders. Was habe ich zur Verfügung? Welche Technik kann ich bedienen? Was kann ich damit machen? Was kann ich Neues zeigen? Also das ist eigentlich schon auch jetzt mit dieser Google Earth 3D-Welt, versuche ich eben rauszukitzeln, was geht, weil diese digitale Welt wird verschwinden. Also die wird ersetzt wie jede bisherige andere digitale Welt auch. Und wenn Google den Server abstellt, dann haben wir diese Bilder nicht mehr. Und ich habe dann eben versucht, zumindest diese Filme rauszurendern. Ich habe mehrere Terabyte Festplatten voll dieser Filme. Die sind bei mir gespeichert. Wenn Google den Zugang abschaltet, dann habe ich zumindest noch die Filme. Ja. Ich meine, das ist ja, glaube ich, schon ein ganz interessanter Gedanke, ja, diese digitale Archäologie, die du da betreibst. Denn du hast ja auch an so ein paar Beispielen gezeigt, wie sich Google Earth in wenigen Jahren komplett verändert hat. Und aus der Sicht eines Google-Technikers ist natürlich diese komische Deformation von Bäumen und was weiß ich, was ein Artefakt, den er vertilgen möchte. Genau. Wahrscheinlich hast du recht, in ein paar Jahren ist das nicht mehr da, einfach weil es ersetzt worden ist durch, keine Ahnung, eine KI-gestützte, gefilterte Vollsynthese. Die dann ganz genau, die arbeiten auch schon dran. Die arbeiten jetzt schon mit diesen LiDAR-Kameras, die 3D-Daten ermessen. Die arbeiten jetzt schon dran. Aber weil es auch so ein gigantischer Datenvolumen ist, wird es abgeschaltet. Das ist anders wie irgendeine Webseite, die man noch im Archiv halten kann, wird das nicht im Archiv gehalten. Es wird weg sein. Und das, finde ich, ist ein ganz interessanter Gedanke, dass du eigentlich mit diesen Entdeckungsreisen sozusagen durch das heutige Google Earth eigentlich eine Art Archäologie in die Zukunft betreibst, genau, weil man eben genau diese Ästhetik irgendwann nicht mehr wird sehen können. Aha. Ich würde jetzt die vorletzte Fragerunde einläuten wollen, weil wir in der Viertelstunde wieder in dem nächsten Zoom-Meeting drin sind. Vielleicht hat jemand der Anwesenden, die noch nichts gesagt haben, eine Frage, einen Kommentar. Oder ein brillantes Schlusswort. Ich glaube, hier werden ganz, ganz viele Aspekte irgendwie aufgemacht und das müsste man jetzt nochmal genauer untersuchen. Die Wolfgang Zurban in Hinblick eben halt auf die Bechers und dann eben halt einfach die Arbeit
jetzt von Staubach, warum die Rezeptionsebene eine völlig andere ist und warum in gewisser Weise die Zweidimensionalität bei den Bechers viel stärker irgendwie den Verweis auf eine wirklichkeitsnahe Betrachtung und auch Verständigung von Wirklichkeit ausgerichtet ist und warum zum Beispiel aber die Stellwerke, auch wenn die gleiche Initialzündung, eine Typologie, eine Auflistung und auch eine Dokumentation von diesen Bauwerken, warum das plötzlich auf der Rezeptionsebene eigentlich für mich nicht so funktioniert wie bei den Bechers und warum ich das, was ich dort sehe, nicht wirklich glaube und auch keinen Nährwert dafür mich erfahren kann, diese Wirklichkeit dort irgendwie abzulesen. Das ist jetzt gar nicht so sehr kritisch gemeint, sondern viel eher würde ich gerne in so eine Rezeptionsebene gehen, was das eigentlich in gewisser Weise mit uns macht, auch bei der Art der Betrachtungsweise und warum am Ende man eigentlich nur bei dem Effekt bleibt und gar nicht mehr zu der Inhaltlichkeit kommt. Das ist eigentlich ein ganz komisches Gefühl, was sich da bei mir einstellt. Ich finde auch zum Beispiel, um das jetzt nicht weiterzuführen, aber zum Beispiel in der Art der Präsentationsweise, die Sie vorgenommen haben, nämlich zunächst erst einmal natürlich so die Escher-Variante, dann nehmen halt das sehr Grafische, was auch wirklich als Bildprodukt wirklich schön anzusehen ist und in gewisser Weise auch als ästhetisches Moment irgendwie absolut seine Berechtigung hat. Und irgendwann natürlich zu diesen Aufsichten kommt, die in gewisser Weise Raffinerien und das irgendwie grafische Moment, was ich ja wiederum irgendwie ganz interessant finde. Aber in der Folge konnte ich zum Beispiel die Raffinerien nicht wirklich, sagen wir mal, so als ja, zivilisatorisch kritisches Moment irgendwie betrachten, weil in der Folge oder in der Betrachtungsweise vorher war es dann für mich auch noch am Ende eigentlich nur noch ein grafisches Moment. Vielleicht muss es auch so sein, wo ich sagte, ach, das sieht ja alles in sich eigentlich irgendwie ganz schön aus. Also ich bin da gerade sehr gespalten. Diese digitale Archäologie, die eben halt gerade Jürgen Skriber angesprochen hat, das ist alles ganz, ganz richtig. Und ich finde es auch irgendwie interessant, dass vielleicht in 5 Jahren man sagt, so wie Google das jetzt zeigt, wird man es gar nicht mehr sehen. Aber anyway, es ist sowieso eben halt digital. Ob das jetzt in 5 Jahren Google irgendwie nicht mehr so zeigt, who cares? Also ich finde, das ist doch egal, ob man das jetzt irgendwie so sieht. Es geht doch um Wirklichkeit. Und irgendwie habe ich irgendwie gerade noch so ein bisschen irgendwie das Gefühl, dass es an sich eigentlich eine grafische Explosion ist, aber mit Inhaltlichkeit irgendwie nichts. Irgendwie da will ich jetzt mal widersprechen, Ingo, und mal reingrätschen, weil du sagst Wirklichkeit. Das Digitale ist eine Wirklichkeit für die jüngere Generation. Und was Josh da macht und wo er sich unterwegs ist, ist für mich auch ganz nah an Ingame-Fotografie. Von den Jugendlichen unter 20 sind 80% Gamer. Und für die ist das die Wirklichkeit und das ist die Generation, die nach uns kommt. Und denen da zu sagen, das ist jetzt anders als das, was ihr anfassen könnt, würden sie sagen, ja, aber es ist für mich eine Wirklichkeit. Es ist eine Welt, in der ich lebe, es ist eine Welt, in der ich unterwegs bin. Und da möchte ich jetzt Josch mal zur Seite springen und vielleicht das Wort an jemand anderes weitergeben. Ganz kurz einhaken. Also vielen Dank für die Bemerkung. Es ist ja auch im Unterschied zu den Gamern, wo ja auch es gibt berühmte Spiele, weiß ich, SimCity oder eben noch früher, die eine ganz eigene Ästhetik entwickelt haben, die auch wiedererkennbar ist. Und so würde ich auch dieses momentane Google Earth 3D einstufen. Es hat eine ganz eigene wiedererkennbare Ästhetik. Der große Unterschied ist nur der, es ist hier alles real entstanden. Also die ganze Texturierung ist ja mit Realfotografie belegt. Es ist nicht das komplette Rendering wie in einem Spiel, wo also alles künstlich erzeugt ist, sondern hier haben wir
das ist ja eben auch dieses Besondere, es entsteht eine dreidimensionale Welt aus der Abtastung unserer Welt. Also es ist schon mal ein riesiges fotografisches Projekt, was Google uns da zur Verfügung stellt. Darf ich mal kurz hier reingrätschen, weil ich habe eine Nachricht von Andreas. Andreas hatte ich ja eingeladen. Andreas wurde rausgekickt. Andreas kommuniziert mit mir momentan über Facebook. Und er hat gesagt, im Kern geht es für ihn darum, dass du das Anthropozän untersuchst. Ja, und er hat dich gebeten, nochmal zu skizzieren, was gemeint war mit der Ausstellung, in der Autobahnkreuzer, Häfen, Raffinerien, Kreuzfahrtschiffe zu sehen waren. Also da haben wir jetzt nur einen kurzen Einblick gehabt, aber der Titel war für mich intern Öl dreht alles. Also ich beschäftige mich seit vielen Jahren eben auch mit diesem fossilen Wahnsinn. Wo hat es hingeführt? Ich könnte stundenlang erklären, wie die Industrialisierung zusammenhängt und das eben auch fotografisch begleiten, was ja auch viele andere schon tun und getan haben. Und in dieser kleinen Ausstellung, die Andreas gesehen hat, war das eben sehr verdichtet. Ich habe die vier Hauptverkehrssysteme eben rausgepickt, die du gerade genannt hast, eben Schiff, Flugzeug, Auto, Bahn und eben da thematisch gesucht, was gibt es abzubilden. So, gibt es noch eine Frage, ein Schlusswort? Wir hätten noch 2-3 Minuten. Ja, wenn ich da vielleicht auch noch mal einhaken darf. Ute Behrendt hat noch die Hand gehoben. Ah, Ute. Ja, hallo. Ich, mit Katze. ich wollte noch mal was anmerken zu dem, was Boris gesagt hat. Also ich kenne auch diese Umsetzung von den Gamern, also wie die auch damit umgehen, also mit dieser Technik und dieser Wiedergabe. Und da finde ich, dass viele das halt nutzen als Ausgangspunkt und dann dem aber irgendwas anderes noch hinzufügen. Also dass nicht nur diese Artefakte so stehen lassen als seltsames Ding und dass das dann die Arbeit ist, sondern dass dann halt damit gearbeitet wird und dass da dann halt noch was anderes, was sie wichtig finden oder ästhetisches Mittel oder so noch dazukommen. Das gefällt mir eigentlich auch mal ganz gut. Also gut, es gäbe hier auch noch digital endlos Möglichkeiten, aber ich habe mich so gesehen dagegen entschieden, weil, wie gesagt, diese 3D-Welt ist so speziell und ich kann jetzt entweder den Fokus da hineinrichten und diese ganzen Artefakte und Fehler zeigen, oder ich begebe mich so weit weg, wie es eben diese lotrechten Ansichten bieten, da kann man keine Fehler mehr erkennen. Da wird es rein grafisch zeichnerisch. Also ich versuche eben in dieser Welt, die wir jetzt bemerkt haben, bald verschwinden wird diese Art von digitaler Welt. Es wird was Neues kommen, das ersetzen, aber ich versuche mich halt jetzt in diese Welt so intensiv wie möglich reinzustürzen. Und es steht natürlich jedem frei, da selbst was drin zu machen. Ich persönlich fand es zu verspielt, das jetzt mit irgendwas zu kombinieren, sei es jetzt mit Realfotografie oder mit Realbewegtbild. Es wäre durchaus möglich, dass man in diese menschenleere Welt wieder Filme von Menschen reinsetzt und da irgendwie eine Spannung erzeugt. Aber das hat mich persönlich nicht gereizt. Vielleicht macht es mal jemand anders. Ja. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Josh.